Ja, wir sind gerade in irgendeinem alternativen Weg. Findet sich hier unten irgendwas? Sieht so versteckt aus. Hey, versteckte Truhe! Was haben wir denn da? Sensen für Stufe 4, ein Heiltrank. Sind die jetzt besser als unsere Sensen oder sind die genauso gut wie unsere Sensen? Die sind besser als unsere Sensen. Dann legen wir die doch mal an. Bum, bum, bum. Gucken. Was haben wir hier? Sonst nichts, ne? Gut. Öffnen wir noch die Tür. Die zerschlagene Schmiede. Was ist das denn? Bin ich da runter? Nein, erstmal nicht. Erstmal. Okay, das scheint irgendein Neben-Dungeon zu sein. Keine, noch nicht mal eine Nebenquest, sondern einfach nur irgendein Dungeon zum Erkunden. Das mache ich jetzt einfach mal. Den Hauptaufgaben können wir uns schließlich immer noch widmen. Und das interessiert mich jetzt einfach. Na gut, okay. Ich habe wohl keine andere Wahl. Einfach mal ins kühle Nass. Um zu gucken, was es hier gibt. Außer einem Wasserfall gibt es hier gar nichts. Yay. Okay, dann tauchen wir mal unter. Genau, Y war's. Aha, ich hab's doch gewusst. Ein unterirdischer Gang. So, mal gucken. Oh nee, ne? Kommen die jetzt hier runter? Ich kann im Wasser nämlich nicht kämpfen. Oh nein, sie warten auf mich da oben. Brave, nette Biester. Ihr wartet auf mich. Klasse. Na gut. Was haben wir hier? Eine Verlieskarte. Super. Upsala, nee, das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Kann ja mal passieren, ne? Seid ihr schon hier auf der Etage? Ja, seid ihr. Das war doch so klar. Nein, 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 nein. Ich will nicht runterfallen. Die machen wir sowieso wieder fertig, wie immer. Und ich habe mich schon wieder nicht auf beschäftigt gestellt. Toll. Marvin ist gerade angekommen. Ha. Den sollte ich eigentlich auch mal wieder nach Aufnehmen fragen. Ich hatte ja noch ein paar Projekte mit ihm vor. Hier brauchen wir eine Bombe. Okay. So direkt sehe ich jetzt hier nicht so die Bomben oder sowas, ne? Aber wir sind ja auch noch nicht am Ende. Ich schätze mal. Warum sage ich jetzt so oft, ich schätze mal? Ich weiß, dass wir hier sowieso gleich jeden Moment noch eine Bombe finden werden. Ja, einmal hier runter bitte. Dankeschön. Hier durchgeschwommen. Und hier hochgeklettert. Daneben hier hochgeklettert. Da kann er natürlich nicht hochklettern. Geil. Ich will ja auch hier hochklettern. Kletter doch. Warum denn nicht? Ach, stell dich doch nicht so an. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier nicht hoch soll. Frag mich nicht warum. Es ist einfach so. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Hier schon mal nicht. Tolle Sache. Ich schätze mal, das hier ist auch einfach nur, wenn man verkackt oder sowas. Könnte das sein? Hä? Jetzt beug dich doch über! Geht doch.
Ja, ich kann es mir denken. Geschafft. Da sollen wir hoch. So. Das geht geschmeidig wie eh und je. Das scheint mir da zu enden, wo ich eben gesagt habe. Genau, da ist nämlich die Bombe, die ich eben meinte. Wunderbar. Wunderbar. Nur noch ihr steht zwischen mir und diesem Bombenteil da drüben. Die Pistole macht echt überhaupt keinen Schaden. Aber das muss sie ja auch nicht. Die ist ja, glaube ich, mehr so für Questzwecke. Und ich fühle mich gerade ein bisschen zu leise. Ich sollte vielleicht ein bisschen lauter reden. Oder ich lasse es sein. Ich finde die Musik teilweise viel zu laut irgendwie. Kann man das nicht einstellen? Audio, Musik, Lautstärke. Machen wir mal so, würde ich sagen. Ja. Fortsetzen. Sonst haut die mir nämlich immer wieder in meinen Sätzen hier rein. Und da habe ich keinen Bock drauf. Hä? Soll ich jetzt... Soll ich jetzt hier runter? Oder wie soll ich da dran kommen? Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich hier... Na, boah. Du Wichst... Griffel. Nein. Nein, so schon mal nicht. Nochmal. Jetzt hat er es wieder nicht gemacht. Aber anders kommt man hier auch nicht hoch, oder? Es war doch wieder so klar, ne? Bin ja ich. Ich verkacke ja sowieso immer. So. Flieg und Sieg. Flieg und Sieg. Aua. So, Gang freigesprengt. Kann ich dich mitnehmen? Oder verliere ich dich im Wasser? Das würde nämlich einiges erklären. Ja, ich verliere dich im Wasser. Das erklärt nun wirklich einiges. Sie wollen nicht, dass ich den hier mitnehme? Oder wie? Oder was? Aber dann war ich doch völlig umsonst hier, oder nicht? Ach nein, doch nicht. Das ist meine Abkürzung. Und das ist schwer. Wetten ihr, ich verkacke? Was sag ich? Ich wusste es. Na komm schon. Komm schon. Was sag ich? Ich bin wieder ganz unten angekommen. Ah, und wieder nach oben. So, hopp. Ach, mach doch hinne. Hier hoch. Ich weiß, was ich hätte tun sollen. Nämlich so. Genau. So geht das nämlich auch einfach und geschmeidig. Und jetzt nehme ich mir dich und werf dich. So, genau. Dagegen. Und einmal schießen. Dankeschön. Was?
Oh, hi. Aua. Wilder Pirsch. Wir haben ja schon mal gegen einen Pirsch gekämpft. Aua. Der macht mich gerade so ein bisschen fertig, habe ich das Gefühl. Aua. Oh nein, jetzt kommen auch noch welche von diesen kleinen Biestern oder was. Hallo, spring doch weg. Danke. Ich glaube, den großen habe ich besiegt. So, einmal dich. Mit einem Finisher-Plätten. Stufe aufgestiegen. So, und auch wenn euch das jetzt nicht gefallen wird, ich werde es jetzt sofort tun, mitten im Kampf. Dich anlegen. Dich anlegen. Und dich anlegen. Und nee, nicht dich ablegen, sondern dich anlegen. Dich anlegen. Dich anlegen. Dich habe ich sowieso schon an, oder? Ja. Und ja, das sind einfach nur die Sachen. So, und jetzt sollte das doch eigentlich ein bisschen leichter von der Hand gehen. Mit der Axt und der Rüstung. Sag ich doch. Das war einfacher. Boah. Geile Robe, muss man mal sagen. Und vor allem auch geile Klingen. So, dich nehmen wir mit. Dich können wir verkaufen. Und dann gucken wir doch mal hier. Was haben wir denn hier? Eine Schatztruhe. Noch eine zweite Schatztruhe. Achso. Einmal Stiefelchen. Und noch eine Schatztruhe. Einmal Klingen. Stufe 5. Sense. Hm. Ist die jetzt, ich glaube, 53, 61, 54, 60. Ja, das gleicht sich irgendwie aus. Aber hier bekommen wir noch viel Gesundheit dazu. Also, bleiben wir bei unseren. Was haben wir noch? Och, nee, nicht schon wieder. Hi. Na du? Ich schwöre, ich bin ausgewichen. Zumindest habe ich die Ausweichentaste gedrückt. In etwa so, wie jetzt gerade eben. Komm schon. Ich hau dich doch locker weg, oder nicht? Die ist aber sehr schwer, die Axt. Das merke ich so, weil der schlägt ziemlich langsam. Kreation und Champion. Und trotzdem ist er schneller weg als alles andere vor ihm. Oh. Aber noch kleinere von denen. Reflekte Kreation. Boah, wie krass das einfach ist mit unseren beiden Äxten, dass wir da so viel Gesundheit wiederbekommen. Ich meine, zieht euch das mal rein. 6 Gesundheit pro Treffer und pro Kill 28 oder was stand da eben. Das macht richtig viel aus. Und ihr kriegt gerade sowieso fast nichts mit, weil ich selber fast nichts sehe. Hier liegt was, das habe ich mitbekommen. Danke. Aua. Was? Komm schon. Du kannst doch nicht so schwer sein, ey. Du bist zwar ein Champion, aber komm. Ich bitte dich. Ich bitte dich.
dich doch trotzdem fertig. Muck mal nicht so auf. Aber was sage ich? Und da kommen jetzt wieder kleinere raus, oder was? Nein, doch nicht. Wir haben es geschafft.